Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mecklenburg. Heute bereits am Mittwoch. Gestern kam leider keine Videos, tut mir wirklich sehr leid, aber ja, Montag, wie ihr wisst es ja, Montag ist immer bei mir sehr, sehr stressig. Und deswegen kam am Dienstag kein Video. Aber dafür heute wieder ein Video. Und ich möchte das Video gleich anfangen mit einer Frage an euch. Mir ist nämlich des Öfteren schon in den Kommentaren aufgefallen, dass viele geschrieben haben, Mecklenburg sollte beendet werden. Es ist nicht so, dass die Leute jetzt geschrieben haben, weil es scheiße ist oder bla bla bla, sondern ich kann es nachvollziehen, dass ihr diese Denkensweise habt. Das kann ich wirklich nachvollziehen, deswegen möchte ich das einfach jetzt mal ansprechen in dieser Folge. Es ist tatsächlich so, dass dieses Let's Play sehr viel Ähnlichkeit hat mit der Gödenstedt. Es sind große Felder, es sind große Maschinen, es ist alles auf groß aufgebaut. Da ist schon mal der erste Vergleich, wo man sagen könnte, ja, muss man jetzt nicht ein separates Let's Play für machen. Der zweite, wahrscheinlich ausschlaggebendere Punkt, wenn das so richtig formuliert ist, ist auch richtig, muss ich euch auch ganz ehrlich sagen, ist auch richtig. Und zwar haben ein paar von euch geschrieben, du spielst ja die Mecklenburg schon im Mecklenburg schon im Multiplayer mit den YouTubern. Das stimmt. Da muss ich euch auch recht geben. Deswegen, ich kann jetzt keinen positiven Punkt. Ich finde die Map schön. Ich finde sie wirklich schön. Das ist jetzt für mich aber kein Grund, damit ich jetzt sagen würde, okay, sie ist jetzt so schön, dass ich sie zweimal spiele. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich kenne mich. Ich finde es jetzt noch richtig nice. Wirklich sehr, sehr geil. Aber wenn ich sie jetzt zweimal spiele, kann ich euch Brief und Siegel geben, dass es nicht lange halten wird, weil ich sie einfach sehr, sehr viel extrem spiele. Und es gibt natürlich Parallelen zum Multiplayer-Spiel und zum Singleplayer-Spiel. Und das, weiß ich nicht. Jetzt könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich habe prinzipiell kein Problem, wenn ihr sagt, nee, zweimal das gleiche gucke ich mir nicht an. Würde ich auch nicht machen. Bin ich wirklich ehrlich. Ich gucke mir jetzt nicht, vor allem die Zeiten sind auch dumm gewählt, das muss ich wirklich sagen, aber es hat sich einfach so ergeben. Also um 12 Uhr kommt Mecklenburg und um 13 Uhr kommt Mecklenburg nochmal, aber im Multiplayer. Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir da gerne euer Feedback, ehrliches Feedback, bitte ehrliches Feedback in die Kommentare schreiben. Ich habe auch kein Problem damit. Ich sage es nicht, dass es jetzt hier beendet wird und dass nichts mehr kommt. Das sage ich ja nicht. Wisst ihr, was ich meine? Aber es hilft mir nichts, wenn ich umso schneller keinen Bock mehr auf die Karte habe, weil ich sie doppelt spiele. Und es bringt euch nichts, wenn ihr sagt, ja, eigentlich könnte auf dem Sendeplatz um 12 Uhr eine andere Map kommen, auf die ich mehr Bock hätte. Wisst ihr, was ich meine? Es ist natürlich richtig, dass jetzt die Fallfarmer geht jetzt mehr auf die Wirtschaftszweige. Es gab einen Kommentar, das hat das aber hundertprozentig genau beschrieben. Ich muss mal das ganz kurz rausgucken. Übrigens für den netten, lieben Zuschauer, der es witzig findet, unter jedes Video zu schreiben, ich spiel mal wieder Belgique. Ja, gib mir die Belgique, dann spiele ich sie wieder. Aber sie ist nicht da. Die gibt's nicht für den 17er. Ohne Witz, unter jedem Video. Aber ich bann dich nicht weg. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das wär zu einfach. So, wir kommen vom Thema ab. So, Moment. Übrigens, danke für das Feedback bezüglich der Futtermischanlage. Nicht Futtermischanlage, der... wie heißt denn das Ding jetzt nochmal? Der Saatgutproduktion. Da gehört anscheinend Weizen oder ähnliche Getreide und Flüssigdünger rein. Das habt ihr mir geschrieben. Ich hatte da richtig einen guten Kommentar. Oder ihr habt mir einen richtig guten Kommentar geschrieben. Ich muss ihn jetzt ganz kurz nochmal suchen. Bitte habt einen Moment Geduld. Einen Moment. Ist ja kein Problem. Weißt du, unter 113 Kommentaren findet man natürlich genau den man braucht, nicht. Ist ja normal. Findet ihn jetzt aber auch nicht mehr, ne? Ohne Witz. Ja, das schreibt halt. Es schreiben halt mehrere. Es ist echt schwierig. Ich habe ehrlich gesagt. Ich wirklich. Also bitte versteht das jetzt nicht falsch und bitte seid jetzt nicht voreingenommen von meiner Meinung. Ja, wow. Das hast du jetzt weiter. Das hast du jetzt gut gemacht. Du hast jetzt 5 Minuten darüber geredet, was wir ändern könnten. Und dann sollen sie uneingenommen sein. Ach, Mensch. Ich finde den Kommentar hundertprozentig, wenn es die ganze Nacht dauert. Moment. Das muss ja ganz oben gewesen sein, weil ich glaube, der war auch ein paar Mal geliked von euch. Und die Kommentare, vielleicht für die Leute, die es noch wissen, für die Kommentare, die geliked werden, also wenn jetzt jemand schreibt,
Das und das und das. Hier. Ah, hier ist es. Hier ist es. Von Katrin Weidmann ist das tatsächlich. Das wird jetzt ein bisschen länger dauern. Also aufpassen. Sonst macht jetzt erstmal Pause, holt euch was zu trinken, geht nochmal auf Toilette und dann geht das los hier, ne? Ich hab Zeit. Wenn ihr wieder da seid, dann drückt ihr wieder auf Play und dann geht's weiter. So. Okay. Hallo Werner. Erstmal zum Anfang, super Video. Macht wirklich sehr viel Spaß, deine Videos anzuschauen. Schau mir alle deine Projekte an. Großes Lob. Erstmal Dankeschön, danke, danke. Ich hätte einen Vorschlag zu deinen Let's Plays. Ich muss drehen, Moment. Geh gleich weiter. Es ist wirklich ein spannender Kommentar, wie ich finde. So. Genau. Wäre es nicht sinnvoller, Mecklenburg nicht weiterzuführen? Fragezeichen. Und zwar... Wow, jetzt ist mein Bildschirm ausgegangen. Und zwar... hast du die Gödenstedt. Fall Farmer und Mecklenburg, ja, als Singleplayer-Projekte. Bei der Gödenstedt gehören dir alle Felder und ein Großteil davon ist reif, wodurch du einen sehr großen Fortschritt erzielst in diesem Projekt und schnell in größere Maschinen investieren kannst. Das Fallfarmer-Projekt ist auf Wirtschaftszweige ausgelegt, was dieses Projekt ja klar von dem Gödenstedt unterscheidet. Soweit, so gut. Genau diesen Unterschied kann ich bei der Mecklenburg zur Gödenstedt nicht erkennen und ich denke, der Fortschritt wird sich auch so schnell nicht einstellen, da dir nicht alle Felder gehören zu Beginn. Ja, genau das ist ja das. Außerdem denke ich, dass die Versorgung von 200 Kühen extrem viel Spielzeit kosten wird auf Dauer. Daher wäre es, glaube ich, sinnvoller, sich lieber mit der... Was? Mit... Oh mein Gott, was war das denn jetzt? Moment, ich komme durcheinander gerade im Moment. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Es geht gleich weiter. Das Kommentar ist noch nicht fertig. Warte. So, anmachen. So, Moment. Also, wir waren jetzt hier. Genau, daher wäre es, glaube ich, sinnvoller, sich lieber in der Zeit auf der Gödenstedt zusätzlich Kühe anzuschaffen, da in diesem Projekt einfach mehr Fortschritt zu erkennen ist. Hinzu kommt ja auch noch, dass du die Mecklenburg auch noch im Multiplayer-Projekt spielst. Vielleicht wäre es sinnvoller, im dritten Singleplayer-Projekt eine kleine Map mit kleinen Feldern zu spielen. Zum Beispiel Old Streams. Es gibt aber auch viele andere. Das ist nur ein Beispiel. Auf einer solchen Map könntest du dann mit kleinen Gerätschaften spielen und erzielst trotzdem einen guten Spielfortschritt. Das würde natürlich zu einer netten Abwechslung führen. Wie bereits geschrieben, ist es nur eine Anregung und eine persönliche Meinung. Möchte damit keine Grundsatzdiskussion auslösen. Natürlich ist die Mecklenburg ein tolles Projekt. So, Moment, was wird da noch geschrieben? Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach weiter so. Und nochmal ein dickes Dankeschön für deine regelmäßigen Versorgungen mit tollen Videos. Bist der zuverlässigste YouTuber, den ich kenne. Selbst während des Umzugs war die Ausfallquote sehr gering. Danke, danke. Weiter so, bis dann. So, Katrin Weidmann. Erstmal Dankeschön für deinen Kommentar. Oder ob wer anderer dahinter sitzt, weiß ich nicht. Es kann ja auch der Account der Mutter sein zum Beispiel oder der Schwester. Ich weiß es ja nicht. Ist ja egal. Auf alle Fälle, Dankeschön für dieses Kommentar. Das habe ich wirklich jetzt 2-3 Mal durchgelesen und es ist richtig. Es ist einfach richtig und je mehr ich drüber nachdenke, desto eher bestätigt sich jetzt diese These. Ne? Also ich habe dieses Kommentar jetzt gehört. Es findet sich unter dem Video vom Montag, wie gesagt, von Katrin Weidmann. Könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen, falls ich es nicht jetzt so mitbekommen habe, weil ich immer wieder abgebrochen habe zwischendurch, aber das mal so als kleine Anregung. Und bitte jetzt nicht eine Sache machen in den Kommentaren, reinschreiben, ja, dann geh doch auf die Old Streams oder geh doch auf die und die und die. Ich möchte erstmal eine Grundsatzregelung oder eine Grundsatzentscheidung haben, wollen wir hier weitermachen oder wollen wir hier nicht weitermachen? Ich werde jetzt heute nur diese Folge, also ich werde jetzt, heute ist Dienstag im Übrigen, ich werde heute nur diese Folge aufnehmen, weil ich nicht möchte, dass ihr jetzt morgen eine klare Entscheidung raushaut. Im Vorhinein muss ich aber dazu sagen, ich bin jetzt niemandem böse, der jetzt sagt, mach hier weiter. Bin auch niemandem böse, der hier schreibt, bitte ändere das und mach das und das und das. Bin ich jetzt niemandem böse? Ich möchte nur wirklich eure ehrliche Meinung hören. Das ist wirklich nur alles. Mehr? Ne, mehr ist es gar nicht. Natürlich, wer keinen Bock drauf hat und wer sagt, ist mir egal, ich gucke sowieso alles von dir. Ja,
soll es ja auch geben. Aber es wäre, glaube ich, schon sinnvoller, wenn jeder so seine Meinung reinschreiben würde. Und dann können wir gemeinsam entscheiden. Und ihr seht es ja, bestes Beispiel ist der Tausch oder das Upgrade, sage ich mal, von Bindelbach zu Gödenstedt. Ihr habt diese Karte entschieden. Ich habe zwar noch zwei, drei andere Sachen mitgemacht, aber die Gödenstedt, das war eure Entscheidung. Ich hatte die Gödenstedt nicht mehr auf dem Schirm und die macht sowas von viel Spaß. Und das sieht man einfach, dass die Zuschauer, also ihr da draußen, dass ihr einfach wisst, was mir Spaß macht und ihr auch wisst, was euch Spaß macht, was ihr gerne guckt. Ja, das ist einfach, das ist genauso, wie du jetzt den Fernseher machen würdest und auf der Fernbedienung kannst du eintippen, was du jetzt gucken möchtest. Na, im übertragenen Sinne. Und deswegen bitte ich euch um ehrliche Rückmeldung, was wir hier machen sollen. So, jetzt haben wir genug rumgeblöbbelt. Ich habe gesehen, der Drescher ist fertig, aber das müssen wir uns erst angucken. Übrigens noch eine Sache, wer noch hier ist, ne? Diese Woche. Ich werde dazu noch ein extra Video machen, wenn es nicht sogar schon rausgekommen ist. Diese Woche haben wir kleine Probleme gehabt mit dem Multiplayer-Projekt. Die Lags. Das geht über die ganze Woche. Es war nicht. Also wir haben es nach der ersten Folge, also die ihr gestern gesehen habt, ja. Da habt ihr gesehen, dass es laggt wie Teufel. Es ist aber nicht nur bei mir, also guckt in anderen Videos an. Es laggt wirklich bei jedem und es kontinuierlich. Wir haben es ab der zweiten Folge privat gehostet. Der gute Randy, der SachsenetzB, hat es dann privat gehostet. Bei ihm lief es gut, bei den anderen eher weniger. Es hat zwar, glaube ich, bei mir und bei Ansgar war es am schlimmsten und bei Guten war es auch nicht so optimal. Also der Rest konnte eigentlich einigermaßen gut spielen. Ich werde euch die Folgen hochladen, damit ihr, ne, ich werde euch alle Folgen hochladen, bis auf eine, und zwar die vom Montag. Weil in dieser Montagsfolge hatte ich mein Spiel aufgehangen und die Aufnahme ist zerstört. Das ist leider so, also diese Folge musste ich löschen, die ist nicht da. Ich kann aber, glaube ich, schon so fair sein, euch gegenüber zu sagen, wenn ihr das ruckelfrei gucken möchtet, dann müsst ihr einfach beim Sachsen-Let's Play reinschauen. Weil der hat das privat gehostet und als Host leckt es normalerweise nicht, sage ich mal normalerweise. Und ich glaube, laut seiner Aussage war es auch bei ihm eigentlich minimal, also wirklich minimal. Bei mir war es wirklich teilweise sehr, sehr heftig. Ich lade euch die Videos hoch, aber bitte seid nicht böse, wenn es jetzt, wenn es wirklich Lag über Lag über Lag ist. Ja, kann leider auch nichts für, wir konnten es damals nicht ausmachen. Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass es vom Kuhn-DLC kommt, das habt ihr mir auch gestern, glaube ich gestern war es, richtig in den Kommentaren reingepfeffert, das liegt am Kuhn-DLC, Kuhn-DLC, Kuhn-DLC. Wir waren uns nicht sicher. Das Problem war ja, dass wir das CSZ-Pack draufgenommen haben. Das war übrigens auch mein Vorschlag, muss ich dazu sagen, weil ich einfach sehr, sehr gute Erfahrungen mit den Geräten habe. Und genau nachdem wir das gekauft haben, hat es geleckt. Es hat angefangen zu lecken. Jetzt ist natürlich, liegt der Verdacht nahe, dass es davon kommt, weil du kaufst es leckt, was davor nicht da war. Ne? Jeder Vernünftige, der 1 und 1 zusammenzählen kann, würde denken, alles klar, das kommt von dem Mod. So. Ich glaube, Guten hat uns aber damals schon gewarnt. Gesagt, Leute, passt auf, das Kuhn-DLC Multiplayer macht Probleme. Und wir alle so, ja, lass mal gucken, ne, lass mal, ja, gut, alles gut. Ne? Aber jetzt haben wir den Salat. Und das hat sich eben die ganze Woche so fortgesetzt. Ich war mir echt gar nicht sicher, ob ich die Folgen hochlade, weil das ist nicht die Qualität, die ich normalerweise abliefere. Ich habe auch mit Ansgar gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob der die Folgen hochgeladen hat von Nordrhein TV Play. Wir waren einmal im Gespräch, dass wir das weglassen, also dass er das weglässt. Und ich habe mir dann gedacht, ja, eigentlich hast du recht, ne? Und ich glaube, der Tino, der McManus, hat auch in den Folgen gesagt, ich kann das nicht hochladen. Ich kann das nicht hochladen. Das ist eine Qualität, die kann ich nicht hochladen. Wir konnten zu dem Zeitpunkt aber nicht ändern. Das tut mir wirklich sehr leid. Wir hätten es gern gemacht. Wir haben alles versucht. Wir haben für diese 5 Folgen, die wir da jede Woche aufnehmen, haben wir knappe 2,5 Stunden gebraucht. Die wir dann normalerweise in 1,5 Stunden ganz locker flockig runtergespielt hätten, sage ich mal. Und mit Thementalk und was wir halt so haben, ne? Und ihr merkt es auch, dass ich in diesen Aufnahmen sehr, sehr leise bin, weil es hat einfach keinen Spaß gemacht. Wenn es die ganze Zeit nur leckt, es macht keinen Spaß. Das muss man einfach so sagen. Ja, dies bitte zu entschuldigen. Wir suchen jetzt eine Möglichkeit, oder wir werden versuchen, das Kuhn-DLC rauszuballern. Ja, ich muss dann aber erst mit den Jungs besprechen und da gucken, ob es besser läuft, sonst wüsste ich auch nicht, was wir machen. Ich weiß es wirklich nicht.
Gut, aber trotz allem haben wir dieses Feld hier fertig gedrillt. So, möchte ich sagen, ne, haben wir jetzt endlich fertig gemacht. Mit Vorgewände und allem drum und dran haben wir das tatsächlich gemacht. Sehr schön. Super. Gut, lass mal das mal hier stehen. Und der Drescher ist auch fertig, hat er gesagt. Ja, perfekt, oder? Das heißt, wir haben heute zwei Sachen erledigt, die wir jetzt ein bisschen vor uns hergetragen haben, wenn man das so sagen darf. Ja, kann man so sagen. Gut. Wie gesagt, ich bitte um eure ehrliche Meinung. Ich bin niemanden böse, der mir da jetzt irgendwelche Sachen reinschreibt. Wirklich niemanden. Gar niemanden. Die Trolle werden sowieso weggeblockt und der Rest hat ein gutes Recht, hier Kommentare zu schreiben, weil wir das einfach gemeinsam gestalten können. Wir haben die Möglichkeit dazu. Ich kann mir das gerne durchlesen. Und wenn, nur mal jetzt Worst Case, wenn es dazu kommen sollte, dass ihr sagt, oder dass ein Großteil sagt, bitte wechsle die Map, dann können wir über eine andere Map reden. Ihr könnt mir auch jetzt gerne schon, schreibt einfach rein, was ihr denkt. Ihr könnt auch gerne zuschreiben, wechsel auf die bla 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 bla. Oder wechsel auf die, ne, schreibt es einfach dazu. Ich werde das jetzt noch nicht wirklich auswerten, aber ich muss jetzt erstmal sehen, wo die Reise hingeht. Und dann können wir uns ja gemeinsam, vielleicht mit einem Strawpoll oder sowas, können wir uns ja gucken, auf was wir uns einigen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich hier auf alle Fälle schon mal für jegliche Art des Mitmachens. Hatte ich jetzt ein bisschen wie Mr. Newsdam angehört. Egal. Ja, auf alle Fälle danke, 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 dass ihr zahlreich reinschreibt, hoffentlich, weil damit kann ich arbeiten, damit könnt ihr arbeiten. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr einen Kommentar seht, wo ihr sagt, genau das meine ich auch, den auch hochliken. Also wenn ein Kommentar jetzt 20, 30 Likes hat, zum Beispiel, dann wird er weiter oben angezeigt und dann weiß ich sofort, alles klar, hier sind 30, 40, 50 Likes drauf. Genau den Kommentar mögen 50 Leute. Da kann ich mir das schon ungefähr ausrechnen. Ne? Zählen schaffe ich gerade und gerade noch so. Gut, ich blabber hier schon wieder viel zu viel rum. Wir sehen uns. Macht es gut. Ciao, ciao.